Und willkommen zurück. Clap, erzähl mal, was haben wir vor diese Folge? Was haben wir vor? Wir wollen erstmal die Leute vernichten. Gott. Daniel macht komische Geräusche. Das sind fünf Stück, Clap. Ja, die mittlerweile kommen die echt häufig. Ich laufe mal zu denen. Also, erstmal wollen wir das hier fertig machen, die ganze Base. Ein bisschen vielleicht weiter und dann vielleicht so eine Mischung, also Expedition gehen und weiterbauen. Genau. Oder? Ja. Klingt das gesund? Ja, das klingt sehr gesund. Oh, die haben hier wieder Totems aufgebaut. Und sind dann einfach wieder weggegangen. Ist doch nett. Die sind genauso wie du. Bloß, dass sie es halt in Totems machen. Mit Totems. Oha, hier ist ganz schön windy. Wollen wir mal kurz speichern? Sicher ist sicher. Ich habe schon so lange nicht mehr gespeichert. Ich habe nur, also ich wüsste nicht, wann ich jemals vergessen habe zu speichern. Ich habe immer Angst, ich renne so viel. Ey, ich vergesse aber auch immer zu essen, gell? Ich nicht, ich achte da mal viel drauf. Ja, aber das fuckt ein bisschen ab, dass du nur so wenige Steine sammeln kannst. Kann ich das getrocknete Fleisch direkt essen? Ja. Hä? Oh, geil. Der hat irgendwas richtig laute Geräusche gemacht. Das war ich. Das bin ich gewesen. Oh mein Gott. Das hört sich. Komm mal schnell her. Jala. Ich muss hier kurz was essen. Oh mein Gott, hier ist ein Boss. Nein, oder? Wo bist du, Clap? Zwei Stück. Ist das weit weg von unserer Base? Nee, die sind hier direkt vorne. Oh, ich hör's. Oh mein Gott. Was ist denn das? Das sind zwei sogar. Ja, sag ich ja. Wollen wir die angreifen? Ja, lass es angreifen. Ernsthaft? Warte, lass erstmal die Pfeile holen. Wenn wir die Pfeile haben, dann können wir die easy töten bestimmt, oder? Kannst du das einschätzen, wie viele Leben die haben ungefähr? Ja. Haben die viel? Schon, ja. Ja, weil so, dass wir sie gar nicht Pfeile. Die Pfeile sind hier drunter, ne? Ja, ich brauch auch welche. Warte mal. Ja, zwei Stück ist schon kritisch, glaube ich. Ja, meinst du... Mach mal Feuerpfeile. Wie macht man die? Mit Dings, ne? Mit Stoff, glaube ich. Und Alkohol. Ach, schon kein Alkohol. Hast du Alkohol? Ja. Der liegt da im Schrank, musst du gucken. Oben im Schrank, ne? Ja. Ich bräuchte da auch noch mal was. Wie viele kannst du mit einem Dings machen? Ich glaube immer 10 wahrscheinlich. Wie viel Alkohol hast du? Nicht viel. La, na, na. Nee, 10, 5 Stück nur. Das ist ganz schön wenig. Ich habe eine schlaue Idee. Ja? Lass, bevor wir die angreifen, mal kurz speichern. Das klingt tatsächlich nach dem Plan. Komm mal hier runter. So. Dann speichern wir jetzt einmal. Plus. Ja, meinst du, die sind bestimmt schon weggelaufen? Meinst du, die sind überhaupt noch da? Ich höre sie. Ich hab grad gar kein Feuer. Da vorne. Hä? Ich hab ihn. Er kommt aus. Alter, Daniel. Lauf. Der haut. Ich muss mit der Axt kämpfen. Das ist mit dem Bogen. Weil der hat hier auch noch seine Kids dabei. Seine Brudis. Der macht unser Haus kaputt. Hör auf. Wie viel Schaden machen wir? 3 Rüstungsteile mit einem Hit. Oh mein Gott. Ich hab ihn. Hast du ihn schon? Ich hab ihn einfach mit der Axt geholt. Geben die auch
Knochen. Ey, das ist ja übel easy. Nee, die geben nur Haut. Also Daniel, ich weiß echt nicht, was du hattest. Ich muss jetzt unser Gebäude erstmal wieder ganz bauen. Ja doch, mir haben die schon echt ordentlich zugesetzt. 3 Rüstungsteile haben die bei mir kaputt gemacht. Und die haben ja, unser gut, Haus deswegen meine ich ja gemacht. Mit den Pfeilen halt spielen. Ah, ich hab die doch früher... Alter, Junge, du musst die mal zerstückeln. Was passiert dann? Na, ich hab hier eine Trophäe erhalten. Aber ich hab doch hier noch ein Rüstungsteil. Hier, wie findest du meine... Alter, das sieht übel eklig aus. Hä? Hier. Macht das noch Geräusche oder? Da hinten sind schon wieder 2, Clap. Ja, komm. Weiter geht's. Ey! Clap, wir kriegen langsam große Probleme. Sonst gib mir mal deine Feuerpfeile. Oder wolltest du die jetzt weiter... Oh mein Gott, hier sind die beiden und dann noch 3 kleine. Oh mein Gott, die sind so viel schneller. Alter. Ich habe keine Feuerpfeile mehr. Ich hab noch voll viele, wie sagst du? Guck mal, wie die laufen. Lass sie in die Falle locken. Ja, aber die ist ausgelöst worden. Hä, die wurde schon geused? Nein. Achso, die meinst du, diese hier. Ey, du bist so doof, gell? Ey, oh Clap, du bist der größte Idiot auf der ganzen Welt. Ey, Clap, du bist so schlecht, gell? Was passiert hier? Ich wollte extra noch rüberspringen. Scheiße, ich hab keine Ausdauer mehr. Ey, der Alter. Fällt den Baum ist. Bruder! Der läuft einfach. Ich hab ihn, One-Hit. Er ist wide, er ist One-Hit. Hä, er kann dich nicht hitten? Doch. Du musst nur immer hinter ihm laufen. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ja, ich auch nicht. Rückzug erstmal. Guck mal, er trauert um seinen Kollegen. Clap. Ja? Ey, langsam wird das Spiel ein bisschen schwer. Finde ich nicht, ich weiß nicht, was du hast. Hä? Er ist einfach durch mich gebackt. Der ist hier noch bei mir. Ja, bei mir sind auch welche, ich bin die ganze Zeit am Kämpfen. Ich hab nicht mal Zeit, mich hier auszuruhen. Ja, ich habe ihn easy. Ja, aber so schwer finde ich die gar nicht. Alter, Clap. Ich fand's so gut, wie du die Falle ausgelöst hast. Junge, ich dachte, da kann ich rüberspringen und dann löst sie nicht aus. Ey, mir fehlen da einfach wirklich nur noch die Worte. Mir fehlen da wirklich die Worte. Meine ganze Rüstung ist aber im Arsch. Weil ich durchgehend. Ich hab halt den Fehler gemacht. Und bin durchgehend in Zweikampf gegangen, ne? Ja, gut. Wobei es geht eigentlich. Mir hat er gerade gar keinen Damage irgendwie gemacht. Was passiert, wenn ich die zerstücke? Eine Trophäe. Ja, eine Trophäe. Die würde ich würde sagen, die können wir aufhängen, oder? Ja, springen sie gerade mit. Naja, aber guck mal, also 4 Bosse von denen besiegt und dann noch 6 kleine oder so dabei. Also. Dadurch, dass das so ein Riesenboss ist, einfach nur um die zu ärgern, um die zu provozieren, bauen wir die hier außen dran. Oder? Würde ich schon sagen. Ich habe auch noch einen, also wir können 2 davon bauen. Warte mal. Eine Schädeldekoration hier unten. Alter, hier sind schon wieder so viele Totems, ne? Könnte es irgendwann sein, eigentlich, dass es Überleben gefühlt unmöglich wird? Hast du einen Stock? Nee, ich habe gar keine Stöcke. Einen einzigen? Ich habe gar keine, ich habe die gerade verbaut in die Dings, in die Barrikade, da ist 1-2 fertig. Kann man die Falle jetzt wieder irgendwie auslösen? Ich hab sie also nochmal neu gemacht. Sehr gut. Das mit der Ausdauer ist halt echt ein großes Problem, ne? Finde ich. Deswegen die Bänke. Hast du jetzt einen Stock? Ja, aber ich... Hier sind so viele Totems. Aber die geben uns wenigstens Stöcke. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist voll gut eigentlich. Wir können ruhig weitermachen.
Jetzt liegen hier überall die Leichen von denen, ne? Ich hole auf jeden Fall einen Stock. Unsere neue Trophäe. Wo liegt der? Das kann ich mal sagen. Mashallah. Sieht das hübsch aus. Alter, kannst du hier noch einen machen? Guck mal, was ist das denn für ein Loch? Hast du auch noch eine Trophäe oder was? Ja. Hast du eine da gerade? Ja, machen wir hier lieber noch einen? Hier? Hä? Wieso kann ich jetzt nicht putzen? Wieso habe ich die Trophäe? Du hast den doch gar nicht in der Hand. Du musst den in der Hand haben. Ja, aber wieso? Achso, in der. Hä, aber ich hab die nicht mehr. Ja, ja, du hast die nicht in der Hand. Das ist so eine Trophäe, wenn du die ablegst, fällt die hin. Du kannst die nicht im Inventar haben. Du musst die in der Hand haben. Egal, da hinten haben die noch bestimmt eine. Ich habe jetzt eine Mutantenrüstung an. Die kannst du anlegen. Du kannst, als du die Haut abgezogen hast, das kannst du jetzt anziehen. Weil, was für eine Mutantenrüstung? Nein, seine Rüstung halt. Ich habe seine Haut als Rüstung jetzt an. Die gibt ultra die viel. Ja, ja, deswegen, ja. Wollen wir schlafen? Hast du die anderen auch gehäutet? Ja. Nee, ich weiß es gar nicht mehr. Lass sie sicherheitshalber mal schlafen und speichern, Klepp. Weil ich will jetzt diese Nacht, glaube ich, tatsächlich nicht so gern wach sein. Ich weiß gar nicht, warum. Speichern, aber schlafen noch nicht, oder? Da warten wir noch ganz kurz. Ja, ich würde doch schon sagen, wir können schlafen. Wenn wir jetzt schlafen, ist es dunkel. Bis wir gleich wach werden, safe. Aber hast du hier auf der Seite auch neben die Fallen gemacht? Nee, ne? Noch nicht. Nee. Was brauchen wir eigentlich auch noch? Mach ich das jetzt mal. Ja, das Problem ist, hier sind halt die Fälle, ne? Kannst du sonst nochmal... Oh, da müsst ihr gebrochen, also... So viele Stöckis. Ich würde sagen, wir gehen jetzt schlafen. Guck mal, jetzt ist dunkel, jetzt können wir schlafen gehen, Klepp. Komm mal her. Und dann gehen wir auf die nächste Entdeckungstour. Meinst du jetzt auf Entdeckungstour? Am nächsten Morgen, ja. Na gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Mein Mäuschen. So, jetzt ist morgen und jetzt können wir erstmal natürlich was essen wieder. Ja, stimmt. Essen, trinken, mitnehmen, ne? Vergisst immer, kann es sein, dass du nach dem Aufstehen immer vergisst zu essen? Ja. Ich habe auch heute Morgen gar nichts gegessen. Ich vergesse es immer, gestern auch. Immer wenn wir schlafen, vergesse ich es. Das ist nicht so klug. So. Ja, bei manchen, die kann ich nicht aus dem Inventar essen, die lege ich dann aber aufs Feuer und kann die sofort essen. Das ist voll komisch. Also dieser Alkohol, ich hätte nicht gedacht, dass er so wichtig ist, aber diese Feuerpfeile sind übel gut. Also davon brauchst du so 4-5 Stück und durch diesen Schaden, den die da bekommen, war es das eigentlich schon. Also. So, auf geht's. Wo links gehen wir denn? Warte nochmal ganz kurz. Ich will mir nochmal kurz was bauen. Wobei das mit den nachwachsenden Bäumen, das bezieht sich, glaube ich, auch auf die kleinen. Das ist halt ein bisschen nervig. Ja. Das habe ich mir auch schon gedacht. Weil diese kleinen... Aber die Clap, wir müssen viel, viel mehr Fallen aufbauen, glaube ich. Weil das ist schon krass, was hier abgeht, ne? Ich finde diese Dornen halt auch, diese großen Dornen sollten wir dann danach anfangen. Also erstmal diesen Verteidigungsdings an der Wand. Ja. Und dann diese großen Dornen. Kommst du mit auf die Entdeckungstour, dann mache ich das hier. Ja, ja, warte mal, lass mal hier einmal die ganzen Bäume klein, die kleinen fällen. Dann packen wir die einmal alle auf den Schlitten. Und dann können wir den Schlitten eigentlich mitnehmen, oder? Ja, danke fürs Gespräch. Guck mal. Hä? Wieso kann ich die nicht ausrüsten? Habe ich die an? Nee. Dafür muss ich im Schnee sein. Ich habe Schneeschuhe mir gebaut. Du hast jetzt hier so welche hergestellt, oder? Ja, doch. Wofür? Wir wollen ja irgendwann nochmal ins Schneegebiet. Ja, aber nicht jetzt. Nee, aber irgendwann mal. Was ich hab, das hab ich. Ah, das ist gut ein Plan. So. Das ist gut ein Plan. Das ist gut ein Plan. Was ich hab, das hab ich. Was kann ich noch aus Stöckis alles bauen? Hier ist ein Dicker. Bei mir, hier sind Gegner.
Ah, ich habe die Steinschleuder gebaut. Holz, Klebeband und Stoff. Holz, Klebeband und Stoff. Ey, die Mutantenrüstung ist so heftig. Oh, sie ist weg. Digga, ich sterbe schon wieder. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ach, man kann Knochenpfeile auch noch machen. Das ist ja OP. Hallo, ich bin tot. Ernsthaft? Ja, ich kann... Ich weiß nicht, was heute los ist. Alter, hier sind aber auch voll viele. Ja, aber trotzdem, so, also... Drei Stück dürfte doch nicht so schwer sein. Das sind vier. Oh mein Gott. Ich glaube, ich sterbe auch. Echt jetzt? Ja, Digga, das sind fünf Stück bei mir gerade. Alter, ich kämpfe gegen fünf Stück. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Das sind viel zu viel. Ich hab's geschafft. Die konsumieren. Ich glaube, ich schaff das nicht. Ich hab's geschafft. Gib's mir, Doggy. Gib's mir, Doggy. Gib's mir, Doggy. Naja. Also, das kannst du echt dir nicht ausdenken, ne? Nee, tatsächlich nicht. Hier ist schon wieder ein Riesenboss. Schön. Echt? Ja. Wollen wir den fighten? Hol mal die Knochen. Es kann doch nicht sein, dass ich die... Aber er hat uns noch nicht gesehen. Er hat uns noch nicht gesehen. Zwei Stück. Komm mal mit. Wir müssen kurz mal chillen. Wir müssen kurz chillen hier. Ja, sonst lass doch außen rumgehen zur Base, oder? Die sind an unserer Base. Das ist nicht gut. Wir müssen mal kurz hier chillen. Weil wir dürfen jetzt nicht wieder gegen die kämpfen. Das überleben wir, glaube ich, nicht. Hast du Medizin dabei? Hast du Medizin? Nee, ich hab keine Medizin. Es ist immer so lost, wie er da immer steht. Mit seinem Tablett. So, was wollte ich denn hier jetzt noch bauen? Ich wollte gucken, was ich noch alles herstellen kann. Ey, man kann voll viele Spielzeuge von Timmy, dann kannst du am Ende einen ordentlichen Roboter, glaube ich, zusammensammeln. Speertasche, da kannst du mehr Speere. Ah, Stocktasche kann man auch noch machen, glaube ich. Da kann man dann mehrere... Steinbeutel und Stockbeutel, genau. Das ist wichtig. Da können wir nämlich mehr tragen. Ja. Ich rein da rum, die Bosse. Scheiße, ich hab keinen Stoff mehr. Hast du noch Stoff? Ich hab ganz viel Stoff. Wieso hast du keinen Stoff mehr? Ich hab 87. Oh, ich geb dir das jetzt nicht alles einzeln. Wie viel brauchst du? Zwei Stoff hast du mir jetzt gegeben. Echt? Du kannst doch mehr geben. Anscheinend. Fünf Stoff hast du mir gegeben. Warte mal. Ein Seil hergestellt. So, hier, nimm nochmal. Noch ein Seil. Ja, gut. Also die Stocktasche. Zwei Seile. Benutzt du die große Axt? Ne, du benutzt die kleine. Die kleine ist viel besser. Die große ist scheiße. Drei davon und. Ich will ja nicht stressen, aber die kommt zu uns. Hasenfell. Daniel? Die sind jetzt gerade neben uns. Ja, komm mal mit. Also ich kämpfe jetzt nicht gegen die. Oder willst du gegen die kämpfen? Nee, oder? Ich würde tatsächlich vorschlagen, wir laufen jetzt an denen vorbei zur Base. Ganz außen rum hier am Loch. Hier am Loch? In welche Richtung? Da, wo du gerade langläufst? Da außen rum am Loch. Oh nein, ich bin ins Loch reingefallen. Ich bin tot. Ist das dein Ernst? Bist du ein Fixer? Hast du wenigstens eine Leiche mitgenommen? Nee, wahrscheinlich nehme ich jetzt eine Leiche mit. Machen wir das Feuer da beim Flugzeug hinten? Ja, mache ich. Damit wir schön ein bisschen Hallo sagen. Meinst du, die nervt das, wenn wir hier die Leiche verbrennen von denen? Nö, ich glaube, das ist vollkommen okay. Deswegen sollten wir aber, glaube ich, den Verteidigungswall halt ein bisschen ausbauen, weil der halt dafür echt krass ist. Wir sollten allgemein viel mehr fallen. Ja, nicht nur den Verteidigungswall, auch die anderen Fallen müssen wir mit viel mehr placen, glaube ich, hier überall. Hey, kann man hier irgendwie so eine Plattform außen an der Base machen? So ja. An dem Flugzeug zum Beispiel, dass wir so aufs Flugzeug hoch könnten und ja. So?
Weil, müsste guck gehen. Mal, am Flugzeug ist das der beste Spot. Oh mein Gott, nein. Na doch. Ich dachte schon, du hättest wieder irgendwas angestellt, gell? So. Wenn ich so ein kleines Kind bin, wovor hast du so aufpassen musst. Ja, ist ja auch so. Jo. Claire. Das reicht's. Nein. Aber ich würde, an der Stelle würde ich mich schon wieder verabschieden. Ja. Machen Sie es gut. Mal gucken, ob wir weiter überleben. Tschüss, machen Sie es gut. Wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Mit dem lieben Clap Your Hands, der die Gegner klappt. Ja. Tschüss.